Hallo liebe Freunde, willkommen zurück in Pascals Dorf, das wir jetzt hier mit A2 erkundigen dürfen. Mehr oder weniger. A2 mag die Maschinen ja immer noch so ganz. Aber hat sie wohl mit dem Fakt abgefunden, dass die Maschinen hier eher nichts machen. Von daher sprechen wir mal unseren Freund Pascal an. Ah, die Frau von neulich. Danke doch mal, dass du mich gerettet hast. Also dann, wie kann ich dir helfen? Zusammenfassung. Jora Einheit A2 hat einen schadhaften Treibstofffilter. Sie hat von Anemone, der Anführung des Widerstandslagers, Informationen erhalten. Sie ist zu diesem Dorf gereist, um einen neuen Filter zu besorgen. Zusammenfassung Ende. Anfrage. Ein funktionierender Treibstofffilter. Ach, musst du das alles wirklich so bis ins kleinste Detail ausbreiten? Analyse. A2s Mangel an verbaler Kommunikation hat die Unterstützung durch mich erforderlich gemacht. Halt die Klappe. Ah, ich verstehe. Leider sind meine Materialien derzeit etwas knapp. Ich brauche steife Baumrinde, um einen Filter herzustellen. Der einzige Ort, an dem es die gibt, wird jedoch von wilden Maschinenwesen bewacht. Ich entschuldige mich, aber ich fürchte, derzeit kann ich keinen Filter herstellen. Steife Baumrinde, okay. Einheit A2 wird steife Baumrinde sichern und herbringen. Die Bestätigung nehme hier ich, lieber Pott, nicht du. Areas where rigid tree bark is available, marked on map. God damn it. Jupp, scheinbar übernimmt der Pott die Aufgabe von A2. Wo muss man. Ah, okay, wir müssen wieder ins Waldgebiet rein. Pascal. Ja, gut, ich brauche nur Filter, um die herzustellen. Analysis. Hostility toward the peaceful machine life form Pascal is pointless from an energy usage standpoint. Proposal. Form a friendly relationship immediately. You've got to be kidding me. Also, Pott hat es mal wieder bestätigt, es ist sinnlos, sich mit Pascal streiten oder aufzuregen, weil es einfach eine Energieverschwendung wäre. So, auf jeden Fall kommen wir hier, glaube ich, ins Waldgebiet zurück. Und dann würde ich gerne noch etwas mit diesem Chipsatz rumlaufen. Der ist ja eher auf Berserker-Modus, glaube ich, ausgelegt. Der offensichtlich. Bei Berserker-Modus. Da müsste ich automatisch Heilung rausnehmen. Machen wir das mal kurz. Packen hier mal. Na. Weil hier kein offenes Feld ist. Können wir hier Waffenangriff das überhaupt reinpacken? Genau. Wunderbar. Angriff laden, nee, Ausweich, Combo. Ja, wir haben nur genau eins frei, von daher sollte es erstmal so passen. Wie gesagt, das Set ist jetzt halt auf Spotten und Offensivheilung ausgelegt. Das möchte ich gerne mal hier austesten. Dann im Waldgebiet, wenn wir drinnen sind. Es gibt ja da einiges an Maschinen, an denen wir das austesten können. Von daher, ich glaube, Tiere können wir nicht im Prinzip bedrohen. Oder aggressiv. So. Eieiei, zwei Schläge und die sind weg. Ich möchte nicht wissen, wie viel ich hier sozusagen heile. Aber das war jetzt wirklich schnell. Also für Schaden ist der Ding, also dieser Satz hier wirklich besser ausgelegt. Wenn ich schnell Viecher, also Maschinen erledigen möchte, aber ich denke mal für Bosse oder sowas ist der andere Chipsatz. What's that? Unknown. You're useless.
Ah, stimmt, sie weiß ja nicht, was das ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier jetzt machen, da ist 9S auf dem Weg zur anderen Wiederherstellungseinheit. Zeitlich gesehen müsste das so in etwa hinkommen. Aber ich glaube, diese können wir nicht rein mit A2. Da wird es wirklich groß. Also wenn du hier so unten stehst, hier an der Brücke, musst du schon Angst haben, dass das Teil nicht auf dich drauf fällt. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass zeitlich gesehen 9S in der Seelenmaschine verzweifelt. Wenn man zumindest meinem Let's Play Glauben schenken mag. Ansonsten wird er dort gerade wahnsinnig. Ist zwar nicht gerade besser für ihn, aber als A2 können wir ihm gerade nicht helfen. Unter anderem, weil er dann an A2 einfach umbringen möchte. Oh, hier können wir angeln. Probieren wir es einfach mal. Wobei vielleicht ich mich auch vielleicht unten hinstellen müsse. Aber naja, das wird jetzt ja wahrscheinlich hoffentlich nicht lange dauern. Ich weiß ja, auf was ich achten muss. Und der Pott, der fängt einfach nichts. Wobei, Wasserfall, man könnte hier eventuell Lachse fangen. Ja, könnte hinkommen, weil Lachse relativ häufig an Ding sind, aber ich glaube, das ist nur eine Kili. Ja, ein Kili-Fisch. Haben wir nur bekommen, also nicht gerade etwas, was wir brauchen. Und was gut ist. So, dann haben wir hier unten. Nope. Dich habe ich gesehen. Oh. Ach. Oh, und ich habe. So. Eieiei. Du bist mächtig. Na. Au, 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 ich möchte gerne was ausprobieren, wenn ihr mich kurz mal in Ruhe lassen würdet. 30 Sekunden stehen zu bleiben, während hier die Maschine auf einen versuchen drauf zu hauen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Oh, ich habe noch das an den anderen Chipsatz ausgerüstet. Okay. Plug-in-Chip. Ja, stimmt, Tatsache. Ausrüsten. So, jetzt natürlich gerne auch mal den Berserker-Modus ausprobieren. Wenn ihr mich das lassen möchtet. 1, 2, so. Jupp, also mit Offensivheilung und Berserker-Modus können wir hier schön Schaden verursachen. Vorausgesetzt. Also das ist wunderbar. Jetzt muss ich nur schauen, weil solange wir im Berserker-Modus sind, können wir an der Stelle natürlich nicht automatisch Heilung verwenden. Deswegen habe ich das hier abgerüstet. Na, nicht ausgerüstet. Von daher möchte ich mal schauen, wie lange das dauert, wenn wir den hier. You wanna dance? Komm. So. Hallo? Freunde? So, so. Ein Schlag! Huiuiui! Das ist heftig. Also Berserker-Modus und provozieren mit 400%. Ja, das kann man sich schon mal geben. So, und da unten haben wir, glaube ich, noch eine Maschine. Da muss ich nur aufpassen, dass die mich nicht erwischt. Da ist die. Come at me. So, schauen wir mal, wie viel wir jetzt noch hier heilen. Ein paar Hieben. Ja, nicht allzu viel, okay. Dann heilen wir uns. Wobei, das war eigentlich sehr dumm von mir. Ich hätte auch einfach so machen können. Also diese Chipsätze gefallen mir jetzt hier an der Stelle. Die machen wirklich schönen Schaden. Und A2 hat ihr Oberteil halbwegs verloren. Also läuft sie halt eben halb noch durch die Gegend. Muss ich mir merken für den Berserker-Modus. Aber wir haben die Baumrinde erhalten.
In der Hoffnung, dass die uns und dass Pascal uns einen Treibstofffilter bauen kann. Und Entschuldigung für den kleinen Rülpser, falls ihr das gehört habt. Ich habe wieder ein bisschen Wasser getrunken. Oder Mineralwasser. Ich nehme ja immer mit Kohlensäure. Von daher sollte ich an der Stelle ein bisschen aufpassen. Also ich hoffe, ja, ihr müsst es mir im Prinzip verzeihen, was anderes bleibt euch fast nicht übrig. Aber naja. Trotzdem hoffe ich, dass ihr das mit leichtem Humor nimmt und nicht meint, hey, der Rülpser in seinem Steam, der ist voll eklig, bla 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 und so weiter. Von daher, ich bin kein Profi, möchte keiner werden. Ich mache das ja hier eher aus Spaß. So, dann gehen wir jetzt hier an der Fleischkiste vorbei. Zurück zu Pascals Dorf. Wenn ich nicht gegen die Wand laufen würde, würde das auch ein guter Plan sein. Irgendwo hier ist noch eine Maschine. Wobei, der hat ein Schild dann. Das Schild macht trotzdem noch ein bisschen Schaden. Ah, noch ein Schild. Eine Titanlegierung erhalten. Pyrit. Mache ich erstmal die Aufgabe mit Pascal fertig. Vielleicht bekommen wir dann noch ein paar Sachen, bevor ich dann zum Waffenschmied gehe. Weil, wie gesagt, das möchte ich da an der Stelle gerne demnächst auch mal wieder machen. Mal ein paar Stufe 4 Waffen wieder freischalten. Aber schauen wir mal, was jetzt hier noch passiert. Meine, ja gut, Pascal wird uns jetzt den Filter machen und dann ist die Sache hier erledigt. Mit A2, beziehungsweise ich bin. Das sind's. Wir beide sind so dumm, um einfach einen Weg hochzugehen. So, dann können wir hier. Hops, hops. Immer noch komisch, dass hier Androidenleichen rumliegen. Also im kompletten Spielverlauf ist es uns ja nicht einmal passiert, dass wir hier kämpfen müssen. Ich meine, man kann zwar den Maschinen schaden, aber ich glaube, die schlagen dann nicht zurück. Von daher. Fragwürdig. So, Pascal. So stellt er. Okay. Das sehe ich, kleiner Pott, das brauchst du mir nicht noch einmal zu sagen. Aber schön, dass wir jetzt halt einen Treibstofffilter haben. So, was hast du denn noch zu sagen, Pascal? Ach, A2, kann ich dir behilflich sein? Du hast mir vor einiger Zeit diesen Filter gegeben, vor 10 Sekunden. Ich muss meine Schuld begleichen, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Wenigstens denkt die A2 noch an der Stelle richtig. Wie pflichtbewusst von dir. Also, wenn du einen Wunsch hast, dann lass es mich wissen. Wenn du es schon ansprichst, ich habe da ein kleines Problem. Eine bösartige Maschine hat unsere Kinder in ihrem Spielbereich angegriffen. Dürfte ich dich wohl bitten, sie für uns zu erschlagen? Ich hoffe, du bist einverstanden. Wir haben sonst jemanden, den wir fragen können. Vielen, vielen Dank. So. Okay, anscheinend mobbt ein Roboter Kinder auf dem Spielplatz. Das lassen wir nicht zu, von daher kümmern wir uns gleich drum. Also Kindermobben auf dem Spielplatz ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Na, ich habe ja hier kein Ding. So. Sonst hast du nichts drauf, ne? Sonst hast du nichts drauf, ne? Außer kleine Kinder zu ärgern. Und mir eine defekte Batterie zu geben. So. Aber erstaunlich, dass die wütende Maschine hier ein bisschen rumtoben konnte und einfach niemand was macht. Respekt, aber naja. Ihr müsstet das Wunder auch gesehen haben. Aber naja. Vielen, vielen Dank. Hier ist eine Belohnung. Ja, sag ich doch, vielleicht bekommen wir noch ein paar Sachen. Ich glaube, ich brauche einen stabilen Socken fürs Aufwerten. Und dieses neues Level. Weil ich das kämpfe, es sollte als Denkmal für die Macht des Friedens gelten.
Aufgaben verloren, uns zu verteidigen. Wollen sich aber jetzt aber für wieder bewaffnen und die Feinde im Umfeld niederringen. Was meinst du, sollen wir tun? Na, keine Ahnung. Diese Entscheidung liegt bei dir. Tja, vermutlich. Aber lass deine Freunde im Dorf wissen, dass ich diesen Ort ausradieren werde, falls irgendjemand versuchen sollte, mich anzugreifen. Ich werde eine dringende Mitteilung verfassen. A2? Wenn du möchtest, darfst du dich gerne in unserem Dorf umsehen. Es wäre schön, wenn du uns etwas besser kennenlernen würdest. Ach. Wenn ich das so möchte, kann ich das irgendwann mal machen. Fülle Aufgaben in Pascals Dorf, okay. Schwester, ey, große Schwester. Hä? Komm schon, große Schwester, spielt mit uns. Ich spiele nicht mit Maschinen, jetzt hau ab. Oh, bitte. Ich will mit dir spielen. Ich bin ein Androidin, du schräge Flöte. Ich bin dein Feind. Tu also, was ich dir sage, sonst hau ich dir deinen Hintern Kirmes, okay. Hihi, du bist lustig. Das sollte dich eigentlich nicht fröhlich stellen. Komm, bist du dumm. Große Schwester, bau uns was, womit wir spielen können, große Schwester. Was? Nein. Aber wir brauchen etwas, womit wir spielen können. Ja, uns ist gerade so langweilig. Ernsthaft? Gott. Im Shop gibt es viele Sachen. Geh und kauf uns was. Ja, kauf uns was. Okay, schon gut. Und hör endlich auf, mich zu nerven. Ja, geschafft. Dort hinten ist die Hauptaufgabe. Was hat hier eigentlich Pascal für uns? Hallo A2. Um unsere Kinder sehr zu schätzen, von ihnen ist wie ein Schatz für mich. Sie sind sogar Kostbarkeiten für das gesamte Dorf, denn unsere Zukunft liegt in ihren kleinen Händen. Oh, das hat er schon gesagt. Ich soll über die Zukunft sprechen. Ich weiß nicht. Ich baue darauf, dass sich unsere Gegner gegenüber in dieser Welt als standhaft erweisen und uns neue Wege bahnen. An einem fehlerhaften Speicherelement. Wenn wir nichts für das Kind tun, dann repariert uns das doch. Leider fehlen uns die Teile dazu. Sie sind nur in den hintersten Winkeln der verlassenen Fabrik zu finden, wo es auch von schrecklichen Maschinen wimmelt. Es schmerzt mich einzugestehen, dass es außer dir niemanden gibt, den... Na gut, dann helfen wir dich. Vielen, vielen Dank. Der als verlassene Fabrik bekannt ist. Ich weiß das wirklich schätzen. So, ihr bekommt hier auch scheinbar ein paar Nebenaufgaben mitgeteilt. Die Hauptaufgabe lasse ich mal beiseite, weil aktuell ist es ja nur Shoppen und ein Teil besorgen. Händlermaschine. Willkommen. Du suchst Spielzeug für die Kinder. Derzeit haben wir nichts geeignetes auf Lager. Allerdings könnte ich bestimmt etwas bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte. Weißt du was? Hier ist eine Liste mit den Sachen, die ich brauche. Bring mir diese Materialien, dann mache ich mich an die Arbeit. Ach. Peter ist hier so seltsam aufdringlich. Das ist doch Unsinn. Sind wir nicht? Ich mach das einfach, bevor du mich. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Die benötigten Sachen müssten im Vergnügungspark zu finden sein. Ach du liebe Güte. Dort bin ich eine Ewigkeit unterwegs. Gute Reise. Was sein muss. So, und bevor wir uns jetzt hier weiter um die Nebenaufgaben kümmern, fällt mir gerade etwas auf. Wir sind nämlich schon bei 19 Minuten, eigentlich wollte ich nach Pascal fertig den Part beenden. Aber dann ist es halt eben jetzt dort. In diesem Sinne. Dachte ich, ich könnte. Na egal. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen!